Solche geilen Eierhälse, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren illustren Runde Minecraft-Horror-Scheiß mit einer sehr bekannten Map, die eigentlich im Prinzip schon jeder Horror-Let's Player irgendwann mal gespielt hat, und zwar Silent Hills PT von Doodlecraft erstellt. Wir starten einfach mal direkt in die Horror-Map. Doodlecraft Production. Genau, das Ganze ist quasi an Silent Hills, dieser Playable-Teaser-Demo damals, angelehnt. Und hat eine ähnliche Watch out, the gap in the door, it's a separate reality. Alles klärchen. The only me is me. Are you sure the only you is you? Hoppala. Jawollskin. Dann starten wir doch mal direkt in diese interessante Silent Hills Erfahrung. Okay. Keine Soundeffekte, aber immerhin Schrift zum Lesen. The brutal killing took place, bla bla. Ah, doch, da! The day of the crime, the father went to the trunk of his car, retrieved the rifle, and shot his wife as she was cleaning up the kitchen after lunch. Alles klar. Wir gehen weiter. Und freuen uns wieder durch dieselbe Tür zu kommen. Haha, Hallöchen! Hallo? When his 10-year-old son came to investigate the commotion, the father shot him too. His 6-year-old daughter had the good sense to hide in the bathroom. Es ruckelt ein klein wenig, ist mir aufgefallen, obwohl ich die Sichtweite schon relativ weit runtergestellt habe. It was just a game. The girl was found shot once in the chest from point blank range. Ist da gerade auf der Tür? Merkwürdig. Ich sprint einfach mal drauf los und gehe wieder durch die liebe Tür im Keller. Gruselige Sounds. Hat schon seinen gewissen Esprit, muss ich sagen. Es geht immer weiter vom Text her auch, ist mir schon mal aufgefallen, aber es ist immer derselbe Raum, in dem wir uns bewegen. Es ruckelt natürlich doller. Alles klar. Was zur Hölle? Mich wundert, dass es ruckelt. Ich meine, Minecraft ruckelt eigentlich sonst nicht bei mir. Ah! Oh Gott! Da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. What the fuck? Nice gemacht. Nice gemacht. Leider kann ich das Original PT ja nicht spielen, weil mir die PlayStation dafür fehlt. Verrückt. Einfach einer seine eigene Familie die ganze Zeit, seine eigene Familie abgeballert. Hat sich das verändert? Es ist dunkler geworden. The fuck? The fuck? Er guckt mich an. Hallo? Ohohohoho. Alles klar. Oh, da. Abgefahrener Scheiß, ey. Nicht schlecht gemacht. Weh! Warum ist da eigentlich so viel im Waschbecken? Alter. The fuck? Was war das denn? Was passiert da? Ich verstehe das nicht. Can't trust the tap water. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist das denn immer? Ich verstehe das nicht. Warum blendet das zwischendurch ein? Ah, wunderbar. Ich bin wieder raus. Schnell weiter. Creepy.
Creepy as fuck you, Doodle. Alter Schwede, Mann. Plumps hat er ins Wasser gekackt. Klingt wie ein Ferkelchen. Weh! Nein, nein, nein! Trends such as employment, child care, and other social issues facing the average family. Warum steht auf einmal so eine andere Sprache? Hä? Ich hab die Sprache nicht umgestellt. Diese Bilder. Wow! Wow! Oh! Warum ist es auf einmal italienisch oder was das ist? Ich raliere gerade gar nichts mehr. Verrückt, Mann. Was zur Hölle? Alter, ist doch gut, ist doch gut, ist doch gut, ist doch gut. Ich gehe schon weiter. Jetzt wackelt das Ding da auch noch. Okay. Weh! Hudel! Hudel, Hudel, Hu! Mein Freund! Ist einfach weg. Das Ding da, ey. Alles klar, das Radio ist, ja. Das Radio ist durch. Ich habe eine Taschenlampe. Warum sagt mir das denn keiner? Wie benutze ich denn die eigentlich, mit Rechtsklick oder nicht? Linksklick, mit F, mit A. Funktioniert nicht so ganz. Diesmal ist MC Badewanne nicht dabei. Can hear them calling me from hell. Kann ich dran rumdrehen an dem komischen Ding? Merkwürdig. Und durch den Nebel schwinden wusste es, glaubte ich, ein Telefon zu hören. Was ist denn jetzt los? Was zur Hölle? Was ist? Alter Schwede. Alter Schwede! Wow! 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 Wow, das nenne ich Alter, das nenne ich mal ab. Was ist denn? Hä? Mein Gehirn ist überlastet. Ich komme nicht mehr zurecht. Ich weiß nicht mehr, was zu tun ist und wo ich hin. You got fired, so you drowned your sorrows in booze. Ja, ja, ja. So mache ich das immer. She had to get a part-time job working a grocery store cash register. Oh Gott, das krieg ich Kopfschmerzen von. The only reason she could earn a wage at all is the manager liked how she looked in a skirt. You remember, right? Exactly 10 months back. Oh. Abgefahren. No turning back now. Alles klar. Dann gehen wir mal runter. Ist das abgefuckt, ey. Du kannst mich mal am Arsch. Ich würde da gern rein. Komm ich hier vielleicht raus? Alter, was ist denn los? Boah.
Die Tür ist zugemauert. 2048. Verrückt, verrückt, verrückt! Ist doch okay. War's das? Bin ich jetzt? I could do nothing but walk. And then I saw me walking in front of myself. But it wasn't really me. Watch out. The gap in the door. It's a separate reality. The only me is me. Are you sure the only you is you? Hab ich das Spiel kaputt gemacht? Ich kann nichts mehr machen. Ich kann nichts mehr machen. Ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Da war ja irgendwas im Chat auch irgendwie. Fix the damn bug caused before release. Development halted due to inexplicable bug. I'm heading there now. I call later. Hä? Ich schreit's gerade nicht. Ich höre nur andauernd irgendeine Tür. Bin ich durch? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade sehr verwirrt, Leute. Sehr, sehr stark verwirrt. War auf jeden Fall eine gruselige Erfahrung. Ich glaube, ich habe hier irgendeinen Bug, irgendwas kaputt gemacht. Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall wirklich sehr spannend. Mir hat es gefallen, aber ich glaube, ich werde das Spiel hier an der Stelle beenden müssen. Denn ich kann ja hier nichts mehr machen. Wie mir scheint. Nun gut. Wir sehen uns dann bei einem anderen Spiel. Auf dann noch bald. Auf Wiedersehen. Tschüssikowski. Bla bla bla. Ah nein, ich bin jetzt wieder hier. Ich habe nur irgendwie scheinbar nichts gesehen, weil ich die Helligkeit auf ganz dunkel hatte. Ich habe sie jetzt mal heller gestellt, jetzt sehe ich auch wieder was. Mal gucken, ob ich weiter vorwärts komme. Weil wenn ich Flashlight anmache, sehe ich weniger, als wenn ich die ausmache. Seht ihr das? Aha, verrückt. Aber es sieht... Alles klar, es geht weiter, Leute. Wir können wieder weiterspielen. Die Taschenlampe ist weg. Ich stelle wieder Optionen, erstmal wieder Grafikeinstellungen wieder auf Helligkeit düster, wie es im Dings gewünscht war. Und los geht's! Wir können weitermachen! Wunderbar! Don't! Don't! Aha. Alles klar. Silent Hill. Hut ab. Geile Map. War definitiv spaßig. Ich hatte meinen Gefallen daran. Die Original Silent Hill Musik auch noch dazu. Herrlich, Leute. Was ist das? Was schön. Ja, schade. RIP Silent Hills. Das ist echt schade, dass das Original nicht rauskommen wird. Das wäre echt schön geworden. Aber ich werde auf jeden Fall gegebenenfalls mal das Original nachholen. Die Spiele. Oh. Press F to restart, made by Doodlecraft.
alles klärchen, Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat's auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. War sehr gut für eine Minecraft-Map. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit Horrorspielen und Milo Netschki auf der Nachfrage. Da wird das nicht mehr kommen.